Rock and roll. Wie einfach nur dieser eine Pfosten da dran steht und nervt. Da lang. Oder zumindest die nervt. Und los! Was hast du vor? Lass dich machen! Ich werde euch lehren! Ach, die haben 1500. Ich dachte, die hätten nur 500. Mit dem Kopf durch die Wand. Donne los! Was wollt ihr? Hey, wo wartet ihr? Was wollt ihr? Er muss erledigt werden. So, das baue ich hier unten mal mein kleines Lager auf. Wer, ich nenne es mal, was von Taktik versteht, der weiß, was ich jetzt mache. Hier so eine Art kleinen Brückenkopf aufbauen. Indem ich hier noch meine Nachschubslinien oder hier mein den Kopf durch mit die dem Wand. Ich hier meinen Nachschub einfach mal so ein bisschen schneller herbekomme, würde ich mal behaupten. Oh Gott, jetzt kommt die Armee wieder. Kam beim letzten Mal auch schon. Was wollt ihr? Die schicken die, glaube ich, mal wirklich, sobald ich hier die irgendwas groß. Da. Nächste Aufgabe. Gebaut habe. Die RAM-Einheiten dürfen nicht sterben. Gebaut die Taverne weiter, okay. Oh, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ankylosaurus, ich verbiete dir zu sterben. Vorwärts, Amazonen! Okay. Ich gehe vor. Ich gehe vor. Verstanden. Alles ist vergänglich. Ja. Los geht's! Lauf! Alles ist mit der Kraft der Natur. Ah ja, die Wunden wurden geheilt. Nächste Aufgabe. Ausgezeichnet. Das ist sehr gut. Genau getroffen. Einsetzen zum Rammen. Okay. Was wollt ihr? Auf zur Jagd. Kein Weg zu weit. Kommt, okay. Platz da, ich gehe vor. Okay. Ich gehe vor. Auf dem Weg. Platz da! Was soll ich aufspielen? Vorwärts! Amazonen! So, dann organisiere ich mal schnell wieder ein bisschen Nachschub an Einheiten. Was spät steht da? Hey, worauf wartet ihr? Ich erkunde das Gebiet. Ich gehe vor. Dann ist ein paar Barionix. Sie dürfen nicht entkommen. Lässt sich machen. Alles ist vergänglich. Ja.
In einem Wüstenreitertempel können sie Schamanen produzieren. Diese Einheiten können nicht heilen, sind jedoch in der Lage, gefallene Einheiten wiederzubeleben. Sehr praktisch. Bloß schade, dass sie nicht heilen können. Was muss erlegt werden? Alles andere wäre irgendwie super. Also wenn die noch dazu heilen könnten. Nächste Aufgabe. Dann würde ich sagen, dann werden die mir sehr, sehr, sehr vom Nutzen. Hey, worauf wartet ihr? Aber ohne heilende Wirkung geht da leider nichts. Und los! Ja, bitte. So, der Ring gegen Beschuss. Was für ein Spaß! Genau, Bela, wehr einfach nächste die Baryonyxe ab. Nächste Aufgabe. Bei Knife mache ich es nicht. Während Cole das Nest kaputt Was schlägt. Was für ein Spaß! 215 Angriffspunkten. Was muss erlegt werden? Handweg zu weit. Geht's los? Okay. Was ich gut finden würde, wäre aber so ein Artefakt, was einfach die Lebensregeneration gibt. Also wo hier dann alle was regenerieren. Das wäre cool. Aber gibt's nicht. Ach, denke ich zumindest, ich weiß es nicht. Alles ist. Das ist schon sehr lang her, dass ich ja es ist eine Groß auf Fahrerwelt gespielt habe. Es ist eine Ehre. Barbaren Außenposten 1. Den muss ich angreifen. Dann ist die Mission so gut wie gewonnen. Oder nicht so gut wie gewonnen, sondern ist Macht gewonnen. Euch bereit. Und da laufen zur Baryonyx hinterher. Und los! Die Viecher sind mehr als lästig. Die sind eine wahre Plage. Geht's los? Oh, da kommt wieder eine. Okay. Kommt. Nicht so ganz da, Großoffensive. Ich kann es sehen. Stets bereit. Guter Gedanke. Aber sie versuchen einen Ausfall. Um meine Reihen zu brechen. Fühlt meine Kraft. Nächste Aufgabe. Wohl. Komm, Bela. Geht vom Erzdruiden, lass dich heilen. Ich kann es sehen. Ich glaube da. Stets bereit. Was da? Ich will kämpfen. Geht's los? Denke mal, ich greife jetzt einfach an. Einfach angreifen. Auf dem Weg. Ja, check. For the Horde. Dürfen nicht entkommen. Ich
Spina bekommt Fett aufs Maul. Ruhig. Ganz ruhig. Okay. Los, Attacke. Alle auf die Türme. Wenn die Türme down sind, dann ist die Hauptverteidigung von denen down. Bela und die Dingens hier und die Ankylo-Katapulte gehen da drauf. Die schießen auch auf die Türme. Auf den Turm da oben. Der Turm da drüben ist mir egal. Oder jetzt zumindest. So. Jetzt machen die hier den Turm noch kaputt. Hat der eine Range von 10 Meter oder was? Ne, von einem. Okay. Sie dürfen nicht entkommen. Ich mag das. Endlich Action! Action! Habe ich irgendwelche Quests? Oh, Barbaren Außenposten. Ich muss. What? Was habe ich denn beim Barbaren Außenposten übersehen? Oh, dieser Turm da unten. Okay. Oh, da kommt sogar schon die Verstärkung. Nein, nein, nein. Macht euch bereit. Halt ihr. Und wie der eine jetzt noch gestorben ist. Ein Trauertag für ihn. Endlich Action! Ich würde hier gerne die Barbarenverstärkung töten, aber komm, opfer ich den. Los geht's! Dass die mir nicht mehr folgen, ach, die folgen mir trotzdem. Wow. Sie dürfen nicht entkommen. Das ist sehr unprofessionell, was ich da gerade tue. Ich weiß. Oder eigentlich jetzt nicht so der Sinn. Das hätte ich früher zuvor machen sollen. Aber ich habe, als ich hier angegriffen habe, wirklich nicht dran gedacht, dass dieser Turm noch da steht. Ich habe an alles gedacht, bloß nicht an diesen Turm. Ich denke, bis der Dampfpanzer kaputt ist, ist dieser Turm noch nicht kaputt. Gut gemacht. Wir haben beide Außenposten zerstört. Ja, Barbarenschutzpunkt zerstört. Wenn das Horn der Götter ruft, müssen die Waffen schweigen. Was? Ihr wollt ihr entkommen lassen? Das müssen wir, wenn wir nicht den Zorn der Götter auf uns laden wollen. Die Zeit der Zusammenkunft ist endlich gekommen. Der Hohe Rat ruft alle Völker in die heilige Stadt, um in Frieden und Einklang zu beraten. Der Hohe Rat? Vielleicht weiß der, wie man diese Welt verlassen kann. Ich finde, wir sollten unbedingt dorthin reisen. Cole ist sicher enttäuscht.
Oh yeah, wir haben die Mission geschafft. Ich. Aber Leute, ich würde sagen, das war's auch wieder. Gegen Ende noch sehr unprofessionell. Hier noch die heilige Stadt. Ich könnte das noch anfangen. Aber werde ich jetzt nicht. Da wirklich ins Hauptmenü. Und sagt natürlich wieder, wie immer halt, bewertet ein Part, je nachdem wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich, Sun Bros, praise the Sun. Yo!